Bereits die seit Wochen hängenden Plakate verfehlten ihre Wirkung nicht. Machten sie doch neugierig auf einen Kunsthandwerkermarkt unter dem vielversprechenden Motto allerhand. Schon der Veranstaltungsort nahe der Ortseinfahrt von Gottmadingen überraschte mit einem besonderen Ambiente. Das G2 ist was ganz Besonderes. Ich glaube, so eine Location finden Sie im weiten Umkreis nicht ein zweites Mal. Es ist zusammengetragen aus sehr vielen alten Gebäuden, die abgerissen sind. Ich weiß von Heizkörpern im Erdgeschoss, die aus dem alten Ahlemer Krankenhaus sind. Ich weiß von den Kassettendeckentüren im Hauptsaal drüben, die aus der Ahlemer Gems damals entnommen wurden, bevor das Gebäude saniert wurde. Kleine Schmuckstücke, kleine Schätze zusammengetragen und alle vereint in diesem Gebäude und in diesem Hof und auf diesem Gut. Und das macht das Ambiente dieses Marktes schon natürlich auch zum großen Teil aus. Bereits im Außenbereich konnte man das besondere Flair dieses Marktes erahnen. Im Gebäude selbst erstreckte sich das Angebot über zwei Stockwerke. Rund 30 Aussteller, welche zum Teil schon seit mehreren Jahren zu diesem Markt kommen, boten eine bunte Vielfalt an Produkten aus den unterschiedlichsten Materialien an. Der erste Gottmadinger Allerhandmarkt fand vor 7 Jahren schon einmal auf diesem Areal statt. Nachdem die Location hier nicht mehr zur Verfügung stand und nachdem die jetzt wieder offen ist und anmietbar ist, sind wir Aussteller mit diesem Markt wieder nach Hause, back to the roots, nach Hause gekommen. Ein Zuhause, welches wohl besser nicht sein könnte.